Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Tagesvlog. Einen Wochenvlog habe ich auch noch geplant. Nächsten Monat, glaube ich. Genau, heute gibt es mal wieder einen Tagesvlog. Wir sind super zeitig dran, weil wir uns jetzt so langsam daran gewöhnen, dass wir ja dann, wenn die Schule losgeht in anderthalb Wochen, auch wesentlich eher aus dem Haus müssen, als es bisher der Fall war. Und was mir da tatsächlich sehr hilft, ist, morgens, wenn mein Wecker klingelt, stelle ich den auf diese Schlummerfunktion. Und in dieser Zeit höre ich Morgenaffirmationen auf YouTube. Die sind so 6 Minuten lang. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch die unten mal. Und ich weiß, ich sage das selber immer und das habt ihr auch schon so oft gehört, aber es verändert tatsächlich, wie du in den Tag startest. Mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen, mit welcher Energie. Also mir persönlich hilft es mega. Ich mache das jetzt seit 2 Wochen und das kann ich echt nur jedem empfehlen, sich diese Routine anzueignen. So, jetzt habe ich die Kinder weggebracht. Ich war gleich den Wochenendeinkauf machen. Jetzt habe ich gerade noch eine Gehmeditation über meine WhatsApp-Coaching-Impulse geteilt. Falls ihr da noch nicht drin seid, verlinke ich euch mal unten in der Infobox, wie ihr euch da anmelden könnt. Da teile ich immer so kurze, kleine Impulse, Meditation, Übungen, was zum Nachdenken. Und das ist natürlich völlig kostenlos und keine große Gruppe. Was mache ich jetzt? Jetzt packe ich noch meine restlichen Sachen zusammen, weil ich habe jetzt vormittags einen Entspannungsworkshop für Kinder oder junge Jugendliche. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, genau jetzt, damit ihr es nicht vergesst, ob euch mal ein Video dazu interessiert, was ich so für Essentials, für Produkte empfehlen kann, um mit Kindern zusammen zu entspannen. Also würde ich einfach mal meine Tasche da auspacken, die ich immer zu den Entspannungskursen mitnehme und euch zeigen, was ich da so drin habe und was ich da so mit den Kindern mache. Also so geht auch so um Achtsamkeit und so zu sensibilisieren für Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstvertrauen. Also wenn euch dazu mal ein Video interessiert, was ich da so benutze und empfehlen kann, schreibt mir das jetzt gerne mal unten in die Kommentare. So, mein Kinderentspannungskurs ist jetzt vorbei und bin jetzt im Park, den Hund pinkeln lassen und werde ich eine kleine Mittagspause machen und dann hatte ich glaube ich schon mal erzählt, dass wir Kinderspielzeug aussortiert haben, weil ich einfach gerne weniger haben wollte. Und das werde ich dann noch zu einer Spendenstelle bringen. Und dann werde ich die Kinder abholen. Und dann werden wir den Nachmittag am See verbringen, weil wir haben auch tatsächlich, wo es jetzt die Tage so warm war, nichts anderes gemacht. Wir waren einfach baden. Also auch in den 2 Wochen Urlaub, die wir jetzt hatten, haben wir nicht das alles gemacht, was ich gerne machen wollte oder die Ausflüge, die ich so im Kopf hatte, einfach weil es so heiß war. Dann waren wir die meisten Tage eigentlich baden, aber es war so herrlich, die haben jetzt so das perfekte Alter dafür. So oft wie in diesem Sommer waren wir tatsächlich noch nie baden. Und genau, bevor dann irgendwie wieder das heiße Wetter schon wieder vorbei ist, nutzen wir das noch und gehen jetzt noch so viele Tage wie möglich. Genau, dann steht heute noch, erst gestern Abend habe ich angekündigt, dass die Kinder heute ihr Zimmer aufräumen müssen. Und dass es dann auch eine Belohnung gibt, wenn sie das geschafft haben. Und Svea ist heute um 6 aufgestanden, hat sich vor mich hingestellt, noch total verschlafen eigentlich. Ich räume jetzt mein Zimmer auf, damit ich dann meine Belohnung haben kann. Und das hat sie aber tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Und hat entsprechend dann auch schon ihre Belohnung bekommen. Und Vince muss jetzt halt noch seinen Anteil leisten. Das mache ich dann mit ihm heute Abend, damit der da auch seine Belohnung bekommt. Und ja, also Kinderzimmer an manchen Tagen betrete ich das schon gar nicht, weil Unordnung mich eigentlich so ein bisschen nervt und ich das nicht mag, aber ich halt auch nicht immer das Kinderzimmer der Kinder aufräumen möchte, weil die das ja auch lernen müssen, ihre Sachen zusammenzuhalten und aufzuräumen. Deswegen müssen die da einmal die Woche halt ran, so wie es bei uns reinpasst. Und weil ich meistens so Aufräumen- und Putzsachen nicht am Wochenende haben will, weil ich am Wochenende Wochenende haben möchte, versuchen wir das dann immer so die Tage vor dem Wochenende fertig zu bekommen. Also so Donnerstag, Freitag. Ich werde heute auch noch ein bisschen gleich putzen.
um dann Freitag den Rest machen zu können. Und dann haben wir wieder Wochenende und soll wohl wieder schön warm werden. Eventuell mit ein paar Gewittern, müssen wir mal sehen. Wenn wir noch schön viel baden gehen, weil ja, in anderthalb Wochen geht die Schule los, ne? Da haben wir dann auch nicht mehr so viele Möglichkeiten wie jetzt und genießen dementsprechend die Freiheiten gerade noch, die wir so haben und nutzen das auch sehr aus und haben jetzt schon Pläne für die Oktoberferien, was wir alles machen wollen und so, wen wir alles besuchen fahren wollen. Und ja, genau. So, wir gehen jetzt mal hier die Pipi-Runde fertig und dann melde ich mich später sicherlich nochmal. Du hast dir die Leine komplett einmal verknuddelt. Stört dich nicht, ne? Egal. So, bevor wir jetzt gleich baden fahren, gibt es für mich meine obligatorische Mama-Auszeit am Nachmittag. Also so wie andere das vielleicht kennen, kalten Kaffee, weil man keine Zeit dafür hatte. Sowas gibt es bei mir nicht. Also Coa Wach, das ist so auch mein Luxus. Mein Luxusprodukt, das ich mir gönne. Und davon trinke ich immer nachmittags eine Tasse und es wird ganz in Ruhe und es wird warm getrunken und da habe ich Zeit für mich. Das ist so eins meiner Rituale für meine Mama-Auszeiten, die ich so täglich habe. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig und die hier genieße ich jetzt. So, also ich sehe auch nach See aus. Genau, wir räumen jetzt unsere Badesachen wieder auf. Die Kinder räumen schon ihr Kinderzimmer auf. Und im Ofen sind jetzt Fish and Chips. Das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber ich wollte erklären, was es damit auf sich hat. Weil ich finde es immer cool, anhand von Essen Kindern andere Länder vorzustellen und so ein paar Sachen zu erzählen. Und ich bin ja ein riesen England-Fan und auch gerne in London. Und bei uns im Flur hängt eine große Weltkarte. Und da habe ich Ihnen gerade schon London gezeigt und beziehungsweise England und dass wir heute halt was essen, was dort gern gegessen wird. Halt Fish and Chips. Und dann erzähle ich halt so beim Essen so ein bisschen was über London, über England, was ich dort schon gemacht habe, warum ich das so gerne mag. Auch immer so Verbindungen, die auch die Kinder ziehen können, dass Harry Potter halt zum Beispiel in England spielt und dass der ja auch ab und zu in London ist und so. Und sowas liebe ich und sowas nehmen Kinder mit und das ist nicht Lernen im Sinne von, ich muss mich in die Schule setzen und mir irgendwas ins Hirn prügeln, sondern es ist auch eine Form von Allgemeinbildung, Allgemeinwissen. Und das finde ich immer ganz cool, das so mit Essen zu verbinden. So, ich bearbeite jetzt hier noch ein paar Dokumente nach. Das hier, was ich hier gerade geöffnet habe, das ist die Warteliste für meinen neuen Online-Kurs Stark statt gestresst als Mama und Frau. Wenn ihr euch für den interessieren solltet, könnt ihr euch hier unten eintragen und erhaltet dann alle Informationen zum Kurs, sobald das dann alles spruchreif ist. Und wenn ihr in dieser Warteliste eingetragen seid, bekommt ihr auch exklusives Bonusmaterial zum Kurs dazu. Und dann habe ich hier noch erstellt, damit bin ich aber noch nicht ganz fertig, da arbeite ich noch dran. Und zwar ist das ein Test, ob der neue Online-Kurs für dich geeignet ist. Da kann man Fragen mit Ja und Nein beantworten und bekommt dann am Ende eine Auflösung, ob der Kurs für einen passt oder eben nicht. Damit bin ich aber noch nicht ganz fertig. Sobald der Test dann verfügbar ist, teile ich das auf jeden Fall in den WhatsApp-Coaching-Impulsen und auch bei Instagram und sicherlich dann hier auch mal irgendwie. Damit beschäftige ich mich jetzt, beziehungsweise werde jetzt erstmal diesen Vlog schneiden und direkt heute noch hochladen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!